Früh am Morgen in Wilhelmshaven vor einigen Monaten. Eine Spezialeinheit der Bundespolizei nähert sich ihrem Zielobjekt. Der Auftrag, mehrere mutmaßliche Schleuser verhaften. Ein halbes Jahr später. Die tatverdächtigen Schleuser sind mittlerweile vor dem Amtsgericht angeklagt. Die morgendliche Verhaftung ist für einen der Täter noch sehr präsent. Ich bin direkt aufgestanden, losgerannt. Ich dachte, etwas war mit den Kindern passiert. Dann lag ich schon auf dem Boden, haben die mich festgenommen. Ja, und die haben die Wohnung komplett durchgesucht. Haben komplett eigentlich alles auseinandergerissen. Der Haupttäter der drei Angeklagten sitzt seit seiner Verhaftung in U-Haft. Tatvorwurf gegen das Trio, bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern. Die Verteidiger sehnen ihren Mandanten naturgemäß eher kleine Fische. Es hat sich vieles völlig planlos letztendlich gezeigt. Es ist nicht wirklich gut organisiert gewesen. Es geht hier um 11 oder 13 Leute, die transportiert werden sollen. Dann findet man sage und schreibe ein Fahrzeug, wo völlig klar ist, da kriegen wir die gar nicht rein. Dann ist sogar davon die Rede, Mensch, wir können noch welche im Kofferraum packen. Möglicherweise auch nicht so ganz ernst gemeint zu dem Zeitpunkt. Aber dass das jetzt keine aufgebaute, gut funktionierende Schleuserbande war, ist völlig klar. Am Grenzübergang Passau nehmen die Ermittlungen ihren Anfang. Bei einer Kontrolle der Bundespolizei wird einer der Täter mit 4 aus dem Irak stammenden Jesiden erwischt. Mit dem Fall wird eine spezielle Abteilung der Bundespolizei betraut. Die Inspektion Kriminalitätsbekämpfung in Hamburg, die immer dann ermittelt, wenn es um größere Straftaten geht. Den Fahndern fällt auf, dass die Schleusung über Passau nicht die einzige gewesen sein könnte. Weil per Mietwagen geschleust wurde, taufen die Ermittler das Verfahren Rent. Die drei hauptbeschuldigten Täter stehen eben hier im Verdacht, dass sie zusammen als Bande, kann man schon sagen, diese Schleusungstaten durchgeführt haben. Es ist definitiv klar, dass aber auch weitere Taten hier auch in der Vorbereitung gewesen sind durch diese Gruppierungen. Über mehrere Monate nehmen die Fahnder die Verdächtigen ins Visier, hören Telefone ab und observieren. Wir befinden uns im Moment noch sozusagen in der verdeckten Ermittlung. Und für uns natürlich ganz wichtig, wo hält sich der Täter auf? Ist er weiterhin in seiner Wohnung zu finden? Ist er vielleicht gerade dabei, eine weitere Tat eben durchzuführen? Dementsprechend werden sich dann auch unsere Maßnahmen danach auch richten. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein paar Wochen später. Die offene Phase der Ermittlungen steht an. In rund 12 Stunden sollen Haftbefehle vollstreckt und Wohnungen durchsucht werden. Es handelt sich nicht um Straftäter mit einer ganz langen Schleusungskarriere, sondern sie haben einfach die Verbindung gehabt und haben versucht, auch mit diesem Delikt schnelles Geld zu machen und dann sich eben dadurch zu bereichern, dass sie Flüchtlinge, die in Ungarn oder auch in Italien weiterreisen wollten nach Deutschland, gegen Barzahlungen eben von Schleusergeldern nach Deutschland dann verbracht haben. Gegen den Haupttäter und seine Komplizen hat die Polizei jetzt Beweise für 2 Schleusungen gesammelt. Mehr als 3.000 Euro sollen sie jeweils dabei verdient haben. Den Fahndern geht es auch um das Geld. Ganz wichtig ist auch noch, wir wissen, dass wir unsere Beschuldigten in Norwegen hantiert haben. Und für die Durchsuchung ist es wichtig, dass wir dann für die Spurenlage Hinweise finden auf Konten, die sie dort eröffnet haben, weil sie dann auch möglicherweise eine Anschlussmaßnahme durchführen werden. Sprich, nach Norwegen Konten nicht machen etc. Ne? Später wird es zu dem Polizeieinsatz kaum mehr als eine kleine Zeitungsnotiz geben. Routinearbeit für die Bundespolizei. Dennoch ist der Aufwand, der hier betrieben werden muss, enorm. Wir haben etwa 120 Beamte im Einsatz. Es ist hier schwerpunktmäßig der Bereich des nördlichen Niedersachsens betroffen und Nordrhein-Westfalen. Wir haben teilweise aber auch Einsätze, wo wir bundesweit oder auch noch im Ausland dann tätig werden müssen, zeitgleich. Insofern ist das ein Einsatz mittlerer Größenordnung, der aber auch bewältigt werden muss. Und dafür brauchen wir eben auch so eine Einsatzbesprechung. Für die Observation sind die sogenannten Obserkräfte der Inspektion zuständig. Sie dürfen nicht erkannt werden. Ich fahre jetzt mal einmal die Objekte an. Ja, aber da habe ich mit, wir stehen alle 3 Objekte plus Friseursalon Gabi. Die Lage für unsere Zielperson ist so, seit 2 Tagen ist sein Handy aus. Wir haben alle seine Anlaufadressen verpostet
und warten eigentlich darauf, dass er uns in unsere Beobachtungslinien hineinläuft. Wolle gehört zu den erfahrensten Observationsbeamten der Hamburger Inspektion. Mit seinen Kollegen verfolgt er einen Verwandten der Zielperson. Beobachten ist Teamarbeit. Da vor uns ist das dänische Bettenlager, da steht das Zielfahrzeug mit dem Bruder unserer Zielperson. Es gibt nur einen Weg hier wieder raus, und zwar über das Rondell. Und andere sind jetzt aufgestellt, um zu gucken, was er macht, ob er jemanden trifft. Und ich stelle mich hier sozusagen an eine Libero-Position, um dann zu gucken, dass ich ihn dann rechtzeitig wieder aufnehmen kann, das Fahrzeug, und mit hinterherfahren kann. Beide Personen verlassen jetzt den Tedorfladen. Dann biege ich die Abrichtung Benning. Das mache ich nicht mit. So, jetzt waren wir zweimal hinter ihm direkt dran. Jetzt verstecke ich mich mal ein bisschen, dass die anderen ein bisschen arbeiten. Damit er nicht immer das sieht, oh, ich fahre irgendwo los und da fährt ein Astra hinter mir hinterher. Am späten Abend. Die Überwachung läuft noch immer. Die Männer der Bundespolizei sind nicht aufgeflogen. Steht jetzt an der Fahrertür. Schließt jetzt die Fahrertür. Und geht Richtung seine Meldeadresse. So, die Kollegen beobachten jetzt die Ein- und Ausgänge, halten das Auto auch unter Beobachtung. Und ja, das werden wir jetzt die ganze Nacht machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann jetzt die Festnahme erfolgen soll. Der nächste Morgen. Im Polizeigebäude Wilhelmshaven beginnt der Führungsstab mit seiner Arbeit. Hier laufen in den nächsten Stunden alle Fäden für den Einsatz zusammen. Die GSG 9 hat die Freigabe, für euch ist auch alles klar. Zugriffsfreigabe haben wir erteilt, dass wir dann um 05.00 gleich eigenständig in die Zielobjekte eindringen. Okay, haben wir noch was vergessen? Alles klar, sind wir. Okay. Da die Verdächtigen eventuell bewaffnet sein könnten, kommen Spezialkräfte zum Einsatz. Für euch zur Info. Zugriffsfreigabe ist so 5 Uhr erteilt. Und dann fällt die selbstständig die vorgeschriebenen Brettstimmsohren, sodass ihr 5 Uhr eindringen könnt. Frage verstanden. Sind die auch schon vor heute Abend? Ja, also. Eine sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, kurz BFE, ist auf dem Weg zu einem der Zielobjekte. Im Führungsstab heißt es jetzt warten. Punkt 5 Uhr. Der Einsatz ist freigegeben. An mehreren Örtlichkeiten setzen sich die Einheiten jetzt in Bewegung. Neben der BFE auch die GSG 9. Roman, ist es die Tür? Die Maßnahmen sollen möglichst zeitgleich erfolgen, damit sich die Verdächtigen nicht untereinander warnen können. Umgehend geben die Einsatzkräfte Rückmeldung in den Führungsstab. An einer anderen Stelle der Stadt parkt ein Lieferwagen in zweiter Reihe. Es ist das Auto der GSG 9, die den Hauptverdächtigen gerade geweckt hat. Uhr 1 mit Hydraulik eingedrungen. Er ist dann ins Schlafzimmer, hat versucht im Schlafzimmer die Tür zuzuhalten, als sie rein sind. Hat sich auch dann noch leichten Widerstand geleistet. Gegen die GSG 9 Widerstand zu leisten, ist nicht richtig schlimm. Also, dass wir etwas dann dementsprechend ihn zu Boden bringen mussten. Mittlerweile ist es hell geworden an jenem Morgen in Wilhelmshaven. Alle drei Verdächtigen konnten festgesetzt werden. Mehrere Stunden zogen sich die Durchsuchungen der Objekte hin. Man darf jetzt nicht den Irrtum erliegen sein, dass die Arbeit jetzt für die Polizei beendet wird. Im Gegenteil, jetzt gilt es, Beweismittel auszuwerten. Und wir müssen den Beweismitteln dann möglicherweise auch noch weitere Taten zuordnen, um der Staatsanwaltschaft dann die Anklageerhebung zu ermöglichen. Zurück zum Amtsgericht Wilhelmshaven. Im Prozess behaupten die Angeklagten, dass sie den geschleusten Jesiden aus dem Irak nur helfen wollten. Nehmen Sie bitte Platz.
Doch dann legen sie Geständnisse ab. Auch in der Hoffnung auf ein mildes Urteil. Wir befinden uns in erster Instanz, das heißt im Amtsgericht. Das Gericht kann eine Strafe bis zu 4 Jahre verhängen als Schöffengericht. Wenn eine Strafe über 2 Jahre ist, muss mit dem Mandanten abgesprochen werden, dass wir auf jeden Fall dann in die Berufung gehen. Am Ende kommt nur ein Täter mit einer Bewährungsstrafe davon. Die anderen beiden werden hingegen zu mehr als 2 Jahren bzw. zu mehr als 3 Jahren Gefängnis verurteilt.